Wir sind hier beim DHB-Medientag nach dem Spiel gegen Dänemark. Unschwer zu erkennen, Patrick Grötzky und Uwe Gensheimer bei mir. Jungs, wir sind jetzt schon eine Woche hier, wir haben uns jeden Tag gesehen, ich habe euch jeden Tag irgendwelche Fragen gestellt. Ich glaube, wir können alle ein bisschen Abwechslung gebrauchen, auch wenn ich mich hier eigentlich ganz wohl fühle, aber ich denke, ihr kriegt es auch ohne mich hin. Ja, auf geht's. Patrick Grötzky, es war ein unglaubliches Spiel von dir gestern. Du hast ja fast jeden Gegenstoß da eingenetzt. Wie schaffst du es immer so schnell vorne zu sein und dann so abgezockt zu bleiben? Ich versuche erstmal ein bisschen schneller loszulaufen als alle anderen und hoffe, dass der Abpraller nicht auf meine Seite kommt. Und gegen Niklas ist ja nicht so schwer, das weiß ja eigentlich ganz Handball-Deutschland, dann ein Tor zu schießen. Und deshalb hat es schon ganz gut gepasst. Ja, unglaubliche Leistung von dir. Es wurde ja von irgendwelchen Möchtegern-Experten gesagt, dass Patrick Grötzky ja öfter mal eine Chance liegen lässt. Aber das ist ja riesiger Quatsch. Das haben wir alle gesehen. Was sagst du denn dazu? Ich glaube, das kann man in jedem Spiel nur so ein bisschen zeigen. Sicher hängen da vielleicht noch ein paar Würfe nach. Aber ich glaube, man hat die Möchtegern-Experten, wie du sie nennst, des Besseren belehrt. Das glaube ich auch und das haben wir alle gesehen bei den letzten Leistungen von Patrick. Aha, darf ich jetzt keine Fragen? Doch. Ja. Ja, Uwe, wir haben gehört, nach dem Spiel genießt du das Bad in der Eistonne, in der selbst angefertigten. Wie fühlst du dich dabei? Gerüchten zufolge schaffst du es nicht ganz so lange da drin. Ich schaffe es sehr lange, aber es ist sehr kalt. Das haben wir alle registriert, auch unter der Dusche. Dein Heber gestern gegen Niklas, ich glaube 3,50 Meter Höhe, 4 Meter Höhe. Wie schaffst du das, dass der Ball noch ins Tor reingegangen ist? Ja, ich habe auch, glaube noch eine Sekunde lang gezittert, dass er auch noch reingeht. Aber er hatte eine gute Höhe und ich war dann froh, als er auch im Netz gezappelt hat. Gleichfalls.